Bei dem Verlauf, was wir machen mit den Beschwerden, kommt es so ein bisschen darauf an, um welche Beschwerdeform es sich handelt. Bei der Beschwerdebox besprechen wir die Beschwerden immer einmal in der Woche montags mit den Kindern im Morgenkreis, welche Beschwerden eben in der Box sind, und schauen, dass wir in diesem Morgenkreis mit den Ideen der Kinder schon eine Lösung dafür finden. Wenn das nicht möglich ist, weil bestimmte Gegebenheiten noch abgefragt werden müssen, wenn Kolleginnen da irgendwie auch betroffen sind, etwas zu besprechen, wird das ins Team getragen und wir besprechen es auch im Team, um welche Beschwerde es sich handelt und welche Vorschläge die Kinder gemacht haben, wie wir jetzt eine Lösung finden können. Tragen das dann zurück in unseren Morgenkreis, besprechen mit den Kindern dann die endgültige Lösung des Problems sozusagen. Manchmal geht es ja auch um Bestellungen von Materialien, die den Kindern fehlen oder was auch immer sie beschäftigt. Bei Beschwerden, die nicht direkt in die Box getan werden und nicht direkt verbal geäußert werden, sondern eher zufällig, könnte man es nennen, in einem Gesprächskreis anhand eines thematischen Buches, da werden wir die Beschwerden immer dokumentieren. Wir hören sie uns an. Wir sind ganz sensibel dafür, was die Kinder uns dort sagen, wie zum Beispiel bei dem Buch Ole Unsichtbar, wenn die Kinder direkt sagen, ich fühle mich manchmal auch so oder es geht mir auch so oder ich kann das verstehen, wie es dem Jungen gerade geht, dann besprechen wir das noch intensiver, dokumentieren, welches Thema so manche Kinder gerade beschäftigt und reden auch im Team darüber, wie wir das jetzt auffangen können, was wir da noch machen können für unsere Kinder und stärken die Kinder unserer Gruppe, sich selbst gegenseitig zu unterstützen und selbst auch sensibler zu werden für solche Situationen. Wie geht es mir, wie geht es jemand anderem und was kann ich eigentlich machen? Genauso machen wir das auch mit den Beschwerden von unter Dreijährigen in der Krippe. Da ist es natürlich noch wichtiger, dass die Kollegen ganz sensibel sind, dass sie achtsam sind, abwartend sind, ganz viel beobachten. Und wenn sie feststellen, viele Kinder beschweren sich gerade durch Weinen, Schreien oder durch Rückzug, schauen sie da auch ganz genauer hin, besprechen sich im Team und gucken, welche Möglichkeiten sie den Kindern anbieten können, dass es ihnen gut geht.